Hallo ihr da draußen und damit heiße ich euch natürlich wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja, im letzten Video habe ich euch ja erzählt, dass es mal wieder etwas mit Geschichte, mit Historie geben wird, da ja die letzten Videos eher mit Informationen etwas rar gesät waren. Nun, das wird sich auf jeden Fall jetzt ändern. Ihr solltet eure Lauscher auf jeden Fall spitzen, denn es geht in ein Gebäude mit wirklich starker Geschichte und ihr alle hattet schon mal damit zu tun. Also bleibt auf jeden Fall eingeschaltet und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und heute nehmen wir euch mit in ein geschichtsträchtiges Gebäude von Welt, in ein Objekt, wo ich nicht nachvollziehen kann, warum man das so verkommen lässt. Wir befinden uns heute in der Geburtsstätte des Duden. Wir sind im Bibliographischen Institut. Das Bibliographische Institut wurde ja ursprünglich 1826 in Gotha von Josef Meyer gegründet und zwei Jahre später zog er mit seinem damals noch kleinen Verlag in das südthüringische Hildburgshausen um. Dort erschien 1839 die erste Auflage des Konversationslexikons und der eine oder andere wird es vielleicht vom Flohmarkt oder von seinen Großeltern noch kennen, Meyers Lexika, das Google aus jener Zeit. Nach dem Tod Meyers musste zwischenzeitlich leider Konkurs angemeldet werden, doch sein Sohn Hermann Julius arbeitete hart daran, die Firma doch noch irgendwie zu retten, was ihm schlussendlich dann 1865 auch gelang. Er erreichte nämlich eine gewisse Konsolidierung und entschloss sich, den Verlag in die Hauptstadt des deutschen Buchhandels nach Leipzig zu verlegen. Hierfür kaufte er für 41.485 Reichstaler ein Stück Land in Reutnitz zwischen Täubchenweg und Dresdner Straße sowie eine weitere Parzelle am Gerichtsweg. Den nördlichen Teil veräußerte man später an die Notendruckerei von Karl Gottlieb Röder, der dort den heute ältesten bekannten Stahlbetonbau nach François N. Bieke errichten ließ. 1872 stellte der Maurermeister August Findeisen im Auftrag Meyers den Bauantrag. Der Bau wurde dann 1873 bis 76 für 77.398 Mark realisiert und bereits 1890 nochmal erweitert. Der Verlag und die Druckerei waren zu diesem Zeitpunkt bereits nach Leipzig umgezogen. Die offizielle Einweihung und Inbetriebnahme des Bibliographischen Institutes erfolgte am 1. Juli 1874. In Leipzig konnte man zu dieser Zeit genügend qualifiziertes Personal finden. Vor allem gefragt waren hier Buchhändler, geeignete Redakteure und vor allem auch Universitätsprofessoren als Autoren für die Lexikonartikel. Die Standortvorteile glichen allerdings die höheren Personalkosten wieder aus. Hermann Julius Meyer trat am 13. Februar 1875 dem Börsenverein der deutschen Buchhändler bei und wollte hier natürlich auch ein bisschen Anerkennung haben. Er galt ja nun als Geschäftsmann und war ein bisschen nicht wie sein Vater ein Eigenbrötler, sondern er wollte hier auch ein bisschen Ansehen haben und das gelang ihm schlussendlich natürlich auch. Unter der Leitung von Hermann Julius Meyer verwandelte sich der Verlag in den Folgejahren in ein Haus von Weltgeltung. Mittlerweile war die dritte Auflage von Meyers Lexikon 1874 gedruckt, aber die größten Erfolge erzielte er eher mit Brehms Tierlieben und dem später als Duden bekannt vollständigen orthografischen Wörterbuch der deutschen Sprache. Er verlegte also 1880 das heute als Duden bekannte Nachschlagewerk der deutschen Sprache. Auch wenn das eher ein Glücksfall war, achtete Meyer auch auf seine Angestellten, denn diese sollten davon natürlich auch profitieren. Seine Angestellten hatten schon frühzeitig eine Kranken-, eine Invaliden- und eine Unterstützungskasse. Bereits 1884, 10 Jahre nach dem Umzug nach Leipzig, übergab Hermann Julius Meyer die Leitung des florierenden Unternehmens an seine beiden ältesten Söhne Hans und Arndt Meyer. Nach seinem Austritt aus der Leitung widmete er seine ganze Kraft nur noch gemeinnützigen Projekten. Mit einem Teil seines beachtlichen Vermögens gründete Meyer 1888 mit einer Einlage von 2,8 Millionen Goldmark den Verein zur Errichtung billiger Wohnungen, der später von ihm in eine Stiftung,
der Stiftung Mayrische Häuser umgewandelt wurde. Der Betrag wurde durch weitere Einlagen und Stiftungen mit der Zeit auf etwa 7 Millionen Mark erhöht. Für den Erwerb preisgünstiger Grundstücke am Stadtrand und den Bau der Häuser gewann er den Architekten Max Pommer. Max Pommer war der Begründer einer bekannten Leipziger Baufirma und dieser hatte ja im Vorfeld schon für Mayr diverse Villen errichtet. Der Verein und die Stiftung ließ mehrere Häuser errichten, vor allem in Lindenau, in Eutritsch, in Reutnitz und natürlich auch in Kleinschocher. Hans und Arndt Mayr erweiterten das Bibliographische Institut indes schrittweise weiter. Die Firma baute ihre technischen Betriebe aus, die für den Lexikondruck damals die erste Rotationsmaschine in Deutschland in Betrieb nahm. Das Gebäude wurde im Krieg 1945 stark beschädigt. 1947 wurde Heinrich Becker mit der Leitung des Bibliographischen Instituts betraut. Er sorgte für den Wiederaufbau des Unternehmens, aus dem die grafischen Betriebe als Deutsche Buch- und Landkartendruckerei, später Leipziger Druckhaus, ausgegliedert wurden. Am alten Standort befand sich lange Jahre nur noch die Druckerei. In der DDR war der 1948 verstaatlichte Verlag des Bibliographischen Instituts auf verschiedene Gebäude verteilt. Die Mitarbeiter saßen im Ostflügel des ehemaligen Buchhändlerhauses, Gerichtsweg 26, sowie in der Eilenburger Straße 55. Der Verlag pflegte die Tradition des Lexika- und Nachschlagewerkes bis zum Ende. In der Bundesrepublik wurde das Bibliographische Institut in Mannheim neu aufgebaut und fusionierte 1984 mit der Brockhaus aus Wiesbaden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke mal, ich habe euch zu diesem Objekt genügend erzählt. Den Zustand habt ihr gesehen. Ich hoffe wirklich, dass sich hier bald was tut und ich verabschiede mich jetzt noch mit einigen Bildern zum Objekt. Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und wenn ihr Lust habt auf weitere Videos, dann schaut gerne mal auf unseren Kanal vorbei. Ja, in diesem Sinne, macht's gut und ciao.